Moinsen Leute und herzlich willkommen zuletzt bei Vampire Stone 2 Ancient Blood Bukake Legends. Und zwar haben wir erfahren, dass in der Burbiola und Umgebung die Männer doch ein wenig Druck auf den Eiern haben. Dementsprechend sind Frauen hier im Schloss nicht so erwünscht. Man könnte ja unzüchtig treiben. Ich weiß nicht, ob der Sir Aaron auch so ein Interesse hat. Auf jeden Fall verstehen wir sein Anliegen. Und fragen nicht weiter nach, bedanken uns für die Information. Na schön, jetzt muss ich mich aber wirklich um andere Dinge kümmern. Da scheint wieder eine Morgenlatte. Wir sprechen uns später. Also dann, Nyria. Nee, ich will nicht gehen. Dann hatte der Prophet also recht. Ich wollte die Truhe. Versteinerung-Auflösung? Wofür denn das? Ich helfe damit jemandem, der mir geholfen hat. Du solltest vorsichtig sein. Nicht jeder Freund ist auch wirklich ein Freund. Da hast du aber recht. Spar dir deine Belehrung. Ich bin nicht dumm. Doch, bist du. Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Tut mir leid. Du bist eine Frau wie bisher. Wir haben ja auch gelernt. Kannst du keine Elras-Magier-Truhe aufmachen, bist du zu blöd. Und wie schon Sir Aaron gesagt hat, das finde ich einfach nur so geil, Zunuria. Wenn du so eine Truhe findest, die wirst du niemals aufmachen können, mein Kind. Du bist zu dumm dafür. Der Turm wird aber von starken Kreaturen bewacht. Du solltest denjenigen noch sagen. Ja. Ich kümmere mich dann mal um die Männer. Ist auch besser, wenn du das machst. Alter, ohne Witz. Selbst Geißelung. Kein Wunder, dass sie so einen fetten Pornokeller da unten haben. Boah, die müssen sich ja auch irgendwie ablenken. Ich bin gleich wieder da. Geh du mal. Kann ich mich jetzt nochmal da reinschleichen? Ich sollte mir jetzt die Nachricht überbringen. Es ist schon spät. Ich hoffe, er ist noch da. Ja! Oh, Nyria, ihr seid zurück. Hattet ihr etwa Sehnsucht? Was? Ich habe mich wohl in der Tür geirrt. Sicher? Sicher. Schade. Nee, alles klar, behalt mal. Lust mal, ja. Boah, Alter. Oh, einfach nur. Weißt du, macht da so ein Moralapostel noch richtig davon wegen nee, der hast aber hier anhauen und irgendwelche Soldaten mit einem dicken Ständer in der Hose. Aber sobald du dann mal eben reingehst und die Truhe absnacken willst, oh, Bock auf eine Flasche Wein. Alter, ohne Witz, dann hol doch mal ein paar Weiber hier rein. Das ist doch, man muss ja auch irgendwie Chancengleichheit und homogene Massen und... Wow, das sind Elras-Truhen. Wir werden jetzt mal sehen, wir werden anscheinend zu blöd sein, die zu öffnen. Das heißt, als Vampir... Wow! Wir sind anscheinend doch nicht so blöd dafür. Oder ist das keine Elras-Truhe und die sah nur so aus? Who knows? Wer Nase, der Nase, ne? Dann gucken wir nochmal kurz in den anderen beiden Ecktürmen und dann gehen wir zu unserem heißgeliebten Asgar, der auch viel von sich hält. Also, was sind das alles für selbstverliebte Guckel, die meinen, die könnten jedem Rock hinterher gucken und auch jede Dame ist willig, wie sonst was ist. Unglaublich, du wirst hier wie... Also es ist mit dem Paradies kann ich immer mehr und mehr verstehen, dass da Mann der lieben Eva die Schuld gegeben hat. Klar, ist die Frau, ne? Die verführt. Was hat sie gemacht? Einen scheiß Apfel gefressen. Und hat ihrem Liebsten, ihrem Mann gesagt, ja hier, schmeckt voll geil, probier mal. Leere Flasche, cool. Eine leere Flasche. Kann ich mit einer Fee fangen? Bitte. Oder wofür kann ich leere Flaschen gebrauchen? Oder kann ich sie mit was brauen? Alchemie-mäßig. Ja, da steht er. Ich wollte aber jetzt, genau. Ich dachte, wäre schon wieder so eine unsichtbare Wand. Eben mal kurz Luki-Luki machen, weil ich nicht weiß, ob dann wieder ein Flashback kommt oder ob wir dann die Rollen switchen und keine Ahnung und was weiß ich. Scheiße, wo war jetzt der Turm? Im Westen? Oder südlich? Im Süden, ne? Leco mio Arscho Blanco, ich will mir erstmal hier umgucken. Okay, hat sich nicht gelohnt, außer die schöne Aussicht, die frische Luft, Schmetterlinge, Wald, sehr geil. Noch ist es friedlich hier, aber ich bin mir sicher, dass die Elras hier schon bald einmarschieren werden. Wir sind ja nicht blöd. Ah, da bist du ja. Er hat sich auch wirklich sehr weit vom Fleck bewegt. Und? Angeblich soll südlich von hier eine Zauberin in einem Turm wohnen, die dir helfen kann. Ihr Name ist Alida. Oh, ich danke dir. Ich hoffe, dieser Lüder kann mir wirklich helfen. Ansonsten kostet es sich den Kopf, Nyria. Damit wären wir dann wohl quitt. Ach so, der Turm soll voller Monster sein, also pass auf. Ach,
Nichts, womit ich nicht fertig werden würde. Und jetzt am besten noch galant mit den Fingern durchs Haar streichen, die Mähne nach hinten schwingen und einen sexy Blick der Nyria zuwenden, bitte. Dann viel Glück. Und dann gehe ich mal. Lol. Zwinker, zwinker. Na dann, auf zum Turm. Natürlich, Aska. Du bist schwach, aber scheiß drauf. Südlich. Boah, das ist ein Schiff. Sind wir zu schwach? Na. Südlich. Nie unter Seife waschen. Hat sich immer bewährt. Da ist der Turm. Und da oben ist ein Dorf. Ich kriege mir aber erstmal ins Dorf. Oder werde ich dann angekackt und sage, nein, ich muss zum Turm. Da will ich jetzt nicht rein. Ich muss zum Turm. Boah, Alter, ey. Schelle links, Schelle rechts. Das kann wohl nicht wahr sein. Hallo, das Turm. Es ist still hier. Es ist neblig. Es ist schick. Ein bisschen, irgendwie erinnert es mich an Stargate. So ein bisschen, also diese Tore da. Nice, dann gehen wir mal rein, wenn hier schon keine Musik ist. Ein netter Turm. Ich hoffe, ich störe diese Höhle nicht jetzt mitten in der Nacht. Ach, was soll's, mir doch egal. Ich bin Aska, ich darf alles. Währenddessen, na, alles klar. Was soll das heißen? Ihr habt sie entkommen lassen. Oh Gott, da ist aber Gardar richtig stinkig. Dieses elende Weib. Ja, tragisches Schicksal. Jaina, die Schwester, außer Rand und Band, da Gardar ihren Körper übernommen hatte. So, es hat wirklich, das ist die Alte selber schuld, das hat sie verdient. Die hat sich ja so manipulieren lassen, war irgendwann ganz gacker in der Birne. Wer war das überhaupt? Woher soll ich das wissen? Beruhig dich, Gardar. Sie ist doch keine Gefahr. Wir haben das Schloss, Mann. Na schön. Irgendwie kam es mir aber bekannt vor. Oder besser gesagt, meinem netten Wirtskörper hier. Wie auch immer. Irgendwann finden wir sie schon. Dann werden wir sie leiden lassen. Fesseln, knebeln. Mit einem heißen Brenneisen. Nein, nein. Wirklich, das... Das... Laber ich schon wieder für eine Scheiße. Ich muss aufhören damit. Nein. Wir sollen uns jetzt um die Sterntafel kümmern und dann das nächste Schloss suchen. Gut. Sie wird wohl hier unter der Burg versteckt sein. Holen wir sie uns. Kinderspiel, easy peasy. Ich dachte, ich darf jetzt spielen. Nein, darf ich nicht. Ich darf nur mir den Kack dann gucken. Kann ich jetzt in den scheiß Turm rein? Ich denke nicht, dass mir die Monster hier Probleme bereiten. Hoffe ich jedenfalls. Das sieht auf jeden Fall übel aus, das Vieh. Wie eine Bongo-Trommel. Wenn ich auch nur meine Kräfte wieder hätte. Und da kommen, oh Gott, da kommen schon die Spackos. Aber es sieht geil aus hier, überall Kristalle und richtig schöne Wände, Fratzen. Oh, 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 geil. Speicherschein. Mucke ist nett. Falle. Danke, fick dich. Lass mich raten, wenn ich gleich hier wieder rüberlaufe oder wieder falle. Dreimal halber so. Komm, die 5 HP, die es mir abgezogen hat. Leco mio Arscho Blanco, dann machen wir das jetzt mal so. Ich hasse Fallen. Ich weiß noch in Vampire's Dawn, Rain of Blood. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. War das in Abraxas Turm? Ich glaube ja, eine Falle nach der nächsten. Ich bin immer reingelatscht. Boah, das hat mich so angefickt. Wirklich richtig wütend gemacht. Ah, das war echt auch für mich der Turm mega anstrengend. Oh, krass, ich bin volles mit an ihm vorbeigelaufen. Voll arrogant. Oh, da hinten leuchten die sogar. Haben die anderen eben auch beleuchtet? Ja, ne? Die leuchten ja alle. Ah, shit. Oh, wow, ich latsche immer noch an die vorbei. Was ist denn voll die Mofos, wenn ich einfach so stumm vorbeilaufen kann? Oder dass die jetzt irgendwie... Hallo! Ist das ein Springseil, mein Schatz? Null Problem, okay. Hier geht's hoch und da rechts geht's auch hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo lang ist, richtig. Gibt es einen richtig, gibt es einen falsch? Hey, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal lang. Warte, dann gehen wir da erstmal lang, weil ich glaube, da würde ich eh wieder noch so eine Treppe kommen. Und, nee, also wenn das schon so übelst pornös aussieht, dann will ich mir doch alles abgreifen, was geht. Ich brauch's da. So, dann gucken wir erstmal hier unten, da haben wir nämlich eine Truhe, geil. Luft holen.
Also die Alüda ist sehr spendabel, das muss man schon sagen. Zwei Büffelhöhlen. Ist echt schön hier. Gefällt mir. I like. So, jetzt... Das sah nämlich so pornös aus. Gibt's hier was bei... wow, ein Lederschild. Nee, warte mal. Habe ich überhaupt irgendwie ausrüstungsmäßig irgendwie was? Jetzt habe ich was. Wow. Wir sind übelst premiummäßig ausgerüstet. Also ich glaube, bevor ich der alten entgegentrete, werde ich auf jeden Fall speichern. Denn ich glaube... Ups, falscher Weg. Nicht, dass sie uns freundlich gesinnt ist. Das ist ein und dieselbe, nur einmal als Skelett und einmal als wunderschöne Frau. Wenn man... Boah, Junge, jetzt lass mich mal hier vorbei. Komm her, komm her, komm her, komm her, du hast keine Chance. Ach, scheiße, leck mich. Ah, ja komm, wir müssen nochmal kämpfen. Ich bin feige. Das sieht aber aus, du... Was hast denn du da für eine Buchse an, mein Freund? Ein Windgeist oder was bist du? Ah, scheiße, und da fickt uns auch noch. Zauber, Eiskristall. Oh, shit. Oh, fuck it. Okay, einmal angreifen und dann brauche ich unbedingt einen Heiltrank. Jawohl. Ich nehme trotzdem einen Heiltrank. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. Bam! Ich finde das ein bisschen übertrieben. Die Gegner immer explodieren. Ja, das reicht, ne? Dann wieder hoch und dann können wir jetzt eigentlich dem Pfad folgen. Denn wir sind ein Pfadfinder und wir finden Pfad und folgen ihn. Okay, es gibt anscheinend doch, ups, Statuen, wo die Dings dies ausgehen. Das schaut jetzt ein bisschen aus. Gibt's Augen. Oh! Du kannst mal den Tango mit dir selber tanzen, mein Freund. Oh nee. Leck mich. Oh nö! Hör mir auf mit deinen Fallen, Mädels. Oh shit. Kommt, oh, sind wir wahrscheinlich auch noch angehittet. Bongo-Trommeln, Spieler, ja, ganz geil. Oh, cool, und er heilt sich mal eben so locker flockig. Ja, kein Problem. Also, das wird, jo, der heilt sich jetzt anscheinend hier andauernd und lecken. Und dann machen wir mal Wutsaugen. Dann hast du weniger Magie, mein Freund. Oh, wow. Der will mich jetzt verarschen. Ja, und hauen kann er mich auch noch. Hier, 40, da. Alter, ich krieg die Krise. Geil. Naja, durchbluten hat er jetzt immerhin... Okay. Wow, Alter, einmal komplett heilen sehe ich gerade. So, dann nehmen wir... Nein, die nehme ich nicht. Ah, ah. Nee. So, und dann nehme ich einen Heilbalsam. Komm, nimm mal zwei. Ich habe jetzt keinen Bock da, was Hochwertiges für zu opfern. Boah, Windelträger, jetzt verpiss dich. Ha! Ah, Truhe! Schnell, Aska! Gut, dass wir hier so viel Heilstuff kriegen. Ich befürchte, wir werden es auch bitter nötig brauchen. Noch eine Truhe. Cash! Money, 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 money! Money, money, money. Und da haben wir den nächsten Windelpupser. Hä? Ich hätte ihn noch gar nicht berührt. Der läuft. Zaubern. Einmal ein Eiskristall. Der macht nämlich direkt 40 Schaden. Das finde ich sehr geil. Dann hauen wir mal... Alter. 30. Nicht schlecht. Ich glaube, jetzt nur mal einmal... Alter, wir sind richtig scheiße schwach, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier alle Gegner platt zu machen. Aber wahrscheinlich soll ich das tun, damit ich ein bisschen level. Deswegen kriege ich wahrscheinlich auch so viel schönen Heilkram geschenkt. Das ist echt ein Witz. Der scheiß drauf, wenn alles dort war. Oh, nee, ey. Wie hoch ist denn der Turm, wenn ich mal so... Oh, ich habe die alte gefunden. Oh. Blutflasche. Und da ist der nächste Gegner. Ah, man hat es ja auch nicht leicht. Nehmen wir einfach mal zweimal Zauber. Das sollte unser Blut mitmachen. Was Blöde ist, die geben ja auch nicht. Die haben nicht so viel Saft in den Adern, die ich. Mofos. Ah, töten! Ja, okay. Aber ich würde mal sagen, dann beende ich hier den Part. Eventuell nehme ich jetzt so Just for Fun den einen oder anderen mit, dass ich ein bisschen EP noch bekomme.
Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß und hooray!